Ja, einen herzlichen schönen guten Abend an alle hier, die vor dem Bildschirm sitzen und natürlich auch alle, die sich diese Aufzeichnung später mal ansehen werden. Ganz besonders möchte ich begrüßen Andreas Ziemer, der uns heute einiges über guten Unterricht erzählen wird. Lieber Andreas, erzähl uns bitte mal ein bisschen was über dich und dann schauen wir weiter. Ja, Reinhard, vielen Dank für die freundliche Einladung, hier in diesen Raum zu kommen und mit euch jetzt 45 Minuten zusammen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich muss das zugeben, muss aufpassen, dass ich mich nicht allzu hektisch bewege. Also ich sitze im Augenblick, ihr könnt das ein bisschen hinter mir sehen, in einem Büro am Pädagogisch-Theologischen Institut der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Das Büro ist in Drübeck, das am Nordrand des Harzes, gehört zu Sachsen-Anhalt. Niedersachsen ist nicht weit weg, das ist quasi um die Ecke Goslar, Braunschweig, Bad Harzburg, das kennt man vielleicht. Und ich arbeite an diesem Institut im Bereich Berufsbildung, Schulen und Gymnasien. Und weil es um Kompetenzorientierung geht, läuft das halt auch viel schulübergreifend, sodass ich mit meinem Kollegen Dr. Matthias Hahn, den einige von euch vielleicht kennen, hier auch einiges zur Kompetenzorientierung gearbeitet habe. Also die üblichen Sachen, die man an so einem Institut macht, Lehrpläne schreiben, Unterrichtsmaterialien entwickeln und einiges andere mehr. Soweit? Ja, vielleicht noch kurz zum Ablauf. Ja, danke. Vielleicht noch kurz zum Ablauf, weil hier gerade die Fragen aufkommen. Im Moment sind alle Teilnehmer noch als reine Teilnehmer geschaltet, die noch nicht die Möglichkeit haben, mitzureden. Aber ihr habt rechts oben ein Symbol, wo ihr aufzeigen könnt. Und dann haben wir die Möglichkeit, euch freizuschalten. Sollten wir nicht noch viel mehr werden, dann kann ich euch alle gleich zu Moderatoren ernennen, mit der Möglichkeit zu sprechen. Nur müssen wir halt schauen, dass wir nicht durcheinander quatschen, weil das in der Aufzeichnung dann oft ein bisschen verzögert ankommt und grauslich klingt. Das heißt, zu Wort melden wäre dieses Maxl rechts oben von den Symbolen, das gerade aufzeigt. Hier könnt ihr aufzeigen und euch zu Wort melden. Und dann haben wir die Möglichkeit, euch freizuschalten. Wir werden allerdings auch ganz bewusst Zeit für Fragen einplanen, wo hier dann besonders die Möglichkeit bestehen wird. Und wir planen auch dann am zweiten Teil durchaus auch eine Diskussionsrunde zustande zu bringen. Also es ist keine reine Vorlesung, sondern wir wollen dann durchaus eure Beteiligung auch gerne haben. Aber im Moment, wenn uns mal Andreas etwas zeigt und präsentiert, würde ich sagen, wir lassen es mal so und dann schauen wir, wie viele nachher zusammengekommen sind. Gegebenenfalls schalten wir alle frei oder halt so zu Fünfergruppen oder so, dass eine Diskussionsrunde zustande kommen kann. Gut, lieber Andreas, du möchtest uns ein bisschen was erzählen zum Thema guten Religionsunterricht. Wir haben diese einige lebhafte Diskussionen sowohl im RBI-Forum als auch auf Facebook gehabt zu dem Thema. Und ich finde es ganz fein, dass du uns am Schluss dieser Woche einiges von fachlicher Seite her erzählen wirst. Ja, erzähl uns mal was und dann schauen wir, ob es Fragen dazu gibt. Okay. Am Anfang erzähle ich eine hatte und das ein bisschen mit am Anfang von Kompetenzorientierung steht. Wir arbeiten hier eng mit Ausbildungsseminaren zusammen, die in Magdeburg sind oder in Halle. Und
eines Tages haben wir eine Buchprüfung von Referendaren und Referendaren aus Magdeburg hier gewesen. Die sagen am Schluss zu uns, ja, Kollegen, ganz gut zu das auch verstanden, aber wir möchten ganz genau geht. So kompetenzorientiert. Weil unsere Mentoren und Mentoren an den Schulen, die können halt uns Kompetenzorientierung im Unterricht noch nicht zeigen. Wir müssten das gerne irgendwie mal sehen, damit wir das gut verarbeiten können, damit wir unseren eigenen Unterricht, unsere Praxis daraufhin orientieren können. Und das ist so ein bisschen der Startschuss gewesen, darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich guten Unterricht anschaulich machen. Ich habe in den Blogs ein bisschen gelesen der letzten Tage und habe gemerkt, dass, ich weiß das ja schon vorher auch, und das hat sich jetzt auch wieder so gezeigt, dass es eine Vielfalt von Kriterien gibt, mit denen man guten Unterricht, beschreiben kann. Ich glaube, das wissen auch alle, das haben wir auch gesehen oder gelesen. Schauen, ob es so geht. Okay, gut. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu hektisch werde. Ja, okay. Gut. Also ich rede ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, genau. Also, guter Folie. Erster Schritt, eine Vergewisserung. Ich habe das schon in einem Blog geschrieben, das steht auch auf dem Mixer drauf. Am Anfang steht vielleicht so eine Art Vergewisserung. Weil wir haben gemerkt, wenn wir in einem Unterricht unterwegs sind, das wird euch genauso gehen wie mir, dann sind die Stunden ganz unterschiedlich. Es gibt aus dem inneren Gefühl heraus meinen, die sind gut oder sehr weniger gut. Es ist ziemlich schwierig, jetzt mit knallharten Kriterien beschreiben zu wollen, was jetzt dann wirklich dann objektiv gesehen. Und deshalb ist ganz gut, wenn man sozusagen diese Kriterien gekoppelt sind an die eigenen Forderungen, die man formuliert. Das haben einige ja auch schon gemacht und auch Hilbert Meyer. Das ist ja mittlerweile so ein Klassiker, kann man so sehen. Ist das jetzt? Erkennen bestimmt einige oder die diesen Buch beschreibt, der halt, was denn so Kriterien wären, die Unterricht ist. Und dabei redet er nicht vom Religionsunterricht, sondern allgemein von gutem Unterricht. Und Hilbert diesem Buch, da ist er, ein kann man sagen, so 6 Strukturen oder mit denen man einen guten Unterricht beschreiben kann. Fangen wir an. Er sagt, als erstes muss Unterricht irgendwie demokratisch sein. Das heißt, die Kriterien müssen eigentlich offen liegen. Nicht nur der Lehrer muss wissen, um was es geht, auch die Schülerinnen und Schüler. Und wenn so eine demokratische Struktur darunter liegt, dann kann uns. Zweiter Punkt, er sagt, guten Unterricht erkennt man daran, dass es Verantwortungsübernahmen für Lernprozesse gibt. Also nicht nur der Lehrer ist verantwortlich für den guten Unterricht, sondern auch die Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, dass sie etwas lernen wollen. Also das ist eher so eine Bewegung von beiden Seiten. So stelle ich mir das vor. Verantwortungsübernahme. Der Lehrer muss etwas organisieren, etwas anbieten und der Schüler oder die Schülerin müssen es auch nehmen und in ihren Lernweg ein.
Punkt. Das ist so ein Punkt, da rede ich häufig mit meiner Frau drüber, wenn Unterricht nicht funktioniert, wenn er irgendwie nicht stattfinden kann, dass dieser Wille zur Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist ein Moment, das liegt noch vor allem Unterrichten. Man muss eigentlich mit so einem, ich sag mal so, gut Willen starten, dass man gemeinsam etwas zu Wege bringen möchte. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann man zwar Unterricht vorbereiten und anbieten, aber dann wird halt nichts gelernt. Das ist das Problem. Vierter Punkt. Guten Unterricht erkennt man daran, sagt Hilbert Meyer, dass sowas wie sinnstiftende Orientierung geht. Also ein Lernen, das nicht nur in der Schule bleibt, nicht nur bis zum nächsten Test geht, sondern darüber hinaus. Das sozusagen fürs, naja, im schlechtesten Fall würde ich sagen, aufs Abitur vorbereitet oder auf die Abschlussprüfung in der Realschule, aber besser eigentlich noch fürs Leben, was danach kommt. Also irgendwie die Dinge so einordnet, sortiert, zusammenbindet, dass daraus tatsächlich an dem man sich orientieren kann. In den allgemeinbildenden Schulen einerseits, aber natürlich auch in den berufsbildenden Schulen in anderer Weise. Dritter Punkt. Es passiert natürlich bei jedem Lernprozess. Immer wenn wir etwas lernen, wenn wir etwas entdecken, wenn wir etwas Neues wahrnehmen, Wissens- und in der Schule funktioniert nicht allein. Und dieses Gemeinsame, das kann auch diesen gut, na, wie soll ich sagen, diese Struktur generieren, an dem gelernt wird. Wissens- und Könnensaufbau, und das soll strukturiert vorgehen. Letzter Punkt, den finde ich ganz sympathisch, weil der sozusagen von aller Struktur nochmal weggeht und auf etwas Emotionales hinzieht, nämlich guter Unterricht, der tut den Menschen gut. Also Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl, die Stunde ist schnell rum gegangen, es war nicht sinnlos der Tag, und Lehrer und Lehrer haben das Gefühl, dass sie sich nicht sinnlos auspowern und dass ihr Leben irgendwie eine kleine Erfüllung hat. Vielleicht so. Das sind so Strukturen. Jetzt frage ich mich gerade, soll ich jetzt mal eine kleine Pause machen und wir lassen mal die anderen kurz dazu Stellung nehmen, bevor ich dann zum nächsten Schritt gehe, kurz über... Okay, so, ja. Dann fragen wir mal, gibt es Kriterien, an denen man guten Unterricht jetzt festmachen kann, um sie zu sehen, dass, wie das die Referendarinnen und Referendare Bemerkungen, Fragen wollten. Möchte etwas sagen? Soll ich jetzt mal eine kleine Pause machen und wir reden kurz? Du kannst dein Mikrofon freigeben, indem du auf das Mikrosymbol oben klickst. Ja, jetzt hören wir dich. Super. Hallo. Lisa. Ja. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Hallo, Lisa. Ich habe eine Frage, und zwar zum Wissens- und Könnensaufbau, gerade wenn es auf Kompetenzen hingeht und wenn ich mir da die Ergebnisse der aktuellen Hirnforschung angucke. Steht da nicht irgendwie die Frage Wissen kontra Können, beziehungsweise Können vor Wissen? Wissen in Bezug auf die Kompetenz. Meinst du das so? Also an der Stelle, ich versuche das mal so zu beschreiben, an der Stelle. Meyer redet dort noch nicht über Kompetenzorientierung. Der redet ganz allgemein über guten Unterricht. Und das ist, weil ich habe das... geht um ein normatives... wäre dann gut, deines Erachtens, wenn Wissen und auch Können systematisch aufgebaut wird. Ein Wissen, das man nicht anwenden kann, ist, glaube ich, leer, und ein Können ohne Wissen, was soll das sein? Ich glaube schon, dass das zusammengehört,
Vielleicht werden wir dann auf die Kompetenzorientierung gucken, wird das nochmal klarer, dass das eigentlich nicht voneinander zu trennen ist, also meines Erachtens. Und keine Nachordnung, sondern eher das Gleichschauen, erfassen. Würdest du das unterschreiben? Ja. Im Moment ist der Ton. Also ich überlege jetzt, was mir ein Mantel ist. Das ist ja so ein Bild, so eine Metapher. Und die hat für mich was so was Performatives, was Vorwegnehmendes. Also ich kann so ein Stück Leben schon mal probieren. In einem geschützten Raum, aber zusammen mit anderen, nicht allein. Mir gefällt dieses Bild vom Mantel. Wenn ich so richtig verstanden habe, wenn das so ist. Wie Peter Kugo das meint. Ja, und der Lehrer organisiert ihn, den bereitet vor, aber anziehen muss ihn der Schüler waschen. Es fällt irgendwie. Irgendwas passiert jetzt Irres? Im Chat bin ich ein bisschen durcheinander, da steht jetzt erst eine Irritation. Michael Beisel schreibt an Matthias Heil, dass er irgendwas gefährlich findet. Ich kann da nicht genau sehen, auf was er sich bezieht. Jetzt ist mein Moderator weg. Kollegen? Kann mich jemand hören? Hallo, ich bin wieder da. Ja. Matthias schreibt, in der hessischen Referendarausbildung möchte manche am liebsten gar keine Inhalte mehr festschreiben, sondern nur noch Kompetenzen, individuell verschiedene zu bestimmten entwickeln. Und Michael Beisel schreibt dazu, ich irre und total gefährlich. Also keine Inhalte mehr festzuschreiben. Ja. Also ich kann da jetzt mal unsere Position aus Sachsen-Anhalt vielleicht beschreiben, also unseres, die am PTI, im Kultusministerium, sieht man das da. Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, man muss, so wie einige das auch geschrieben haben, man braucht einfach Inhalte. Aber wenn man jetzt sozusagen diese Wissensbestände, die dort beschrieben werden in den Lehrplänen, komplett füllt mit allen Inhalten, die man vorher in den Lehrplänen auch schon hatte, dann hat man nichts Neues. Freiheit, weil dann geht es darum, das kenne ich jetzt bei Lehrerinnen und Lehrern so aus meiner Arbeit hier am Institut, dann hat man immer die Verpflichtung, die moralische, alles das zu unterrichten, was da im Plan steht. Man nimmt sich also die Freiheit, auf die Schülerinnen und Schüler und ihre Bedürfnisse zu achten. Und das finde ich dann wieder nicht so gut. Allerdings, wenn man jetzt so wie in Hessen nur Kompetenzen schreibt, dann nimmt man sozusagen dem gemeinsamen Lernen auch schulübergreifend weg, etwas weg. Also ich sag mal so, vielleicht geht das auch irgendwie. Es wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn man so einen gemeinsamen Bestand hätte, auf den alle gleichermaßen rekurrieren könnten. Ja, ich glaube, das würde ich gut finden. Also eine schmale Ebene, auf die man sich stellen kann, wie sie in den meisten Lehrplänen der Bundesländer ja beschrieben werden. Ja, ich glaube, Hessen hat, wenn ich das richtig sehe, in der SEC 1, an den realen Hauptschulen haben die doch grundlegende Wissensbestände. Nicht mehr so viele, aber einige doch. Oder sehe ich das falsch? Heil schreibt auch noch, Lernen funktioniert, wenn der oder die Lernende selbst ihren oder seinen Lerngegenstand definiert. Welche Rolle spielt das in deinen Augen? Hast du das mitgekriegt? Meine Kamera ist leider aufgehängt. Ich wäre nicht dran. Okay.
Funktioniert Lernen nur dann, wenn der Lernende selbst den Lerngegenstand definiert? Oder würdest du da nicht zustimmen? Ja, was ist der Lerngegenstand definiert? Also wenn es jetzt um einen Lernprozess geht, der andocken kann an meine Erfahrung und der mich weiterbringt. Wenn ich das habe, wenn ich so eine innere Motivation habe, ich glaube, nur dann funktioniert Lernen. Ich glaube, etwas anderes ist es, wenn wir Tafelbilder entwerfen, wenn wir das mit den Kindern oder mit den Schülern oder den Jugendlichen besprechen, wenn die einen Hefteeintrag machen und wir anschließend einen Test formulieren und die das aufschreiben, was sie von uns gehört haben oder was so. Kein Lernen. Ich glaube, das muss tiefer gehen. Und dafür, damit dieses tiefer gehen kann, damit es wirklich eingebaut werden kann in das, was Menschen bereits anbringen, braucht es diese eigene Motivation. Und die versucht man in der Kompetenzorientierung ja dadurch einzutragen, dass man andere bilden zwischen dem, was Schülerinnen und Schüler mit dem, was sie neu weiter sagen. Jetzt reden Sie gerade über Lernprodukte. Na, okay, das ist vielleicht noch eine andere Ebene. Ja. Möchte sich noch einer der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zu Wort melden? Ja, Michael Beisel. Ich habe dich jetzt freigegeben. Mhm. Versuch mal zu sprechen. Michael Beisel, hörst du uns? Kannst du sprechen? Klicke auf das Mikrofon wohl in der Symbolleiste oben. Ja, es grummelt ein bisschen. Michael, wir hören dich leider nicht, aber vielleicht schreibst du deine Gedanken in den Chat hinein, dann werde ich das Tonmäßige für dich übernehmen. Okay. Wollen wir Michael gibt ein. Weitermachen? Vielleicht warten wir noch kurz, was Michael schreibt. Er hat ein grünes Mikro. Ich kriege ein grünes Mikro. Ja, dann soll es normal funktionieren. Ja. Okay, sonst nehmen wir es vielleicht nachher noch dazu, die Frage. Wir werden schauen, dass sie nicht verloren geht. Ah ja, jetzt haben wir es hier. Lernprodukte. Unterscheide Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, schreibt Michael Beisel. Das ist ein Lernprodukt, frage ich mich gerade. Ist das ein Produkt, das am Ende eines das ist eine Reflexion. Produkte korrigiert. Das Lernprozess. Lehrer? Ist etwas. Sind Vorgaben. Also Lehrprodukte sind Vorgaben. Also bezieht sich auf die Lehrer, soweit ich das verstehe. Und Lernprodukte ist, was die Schüler und Schüler erstellen, fragt Gabriele. Und Michael sagt ja. Okay. Also Lehrprodukte, die Lehrer und Lehrer erstellen, soll man unterscheiden von den Lernprodukten, die Schülerinnen und Schüler erstellen. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ja, oder? Anforderungssituationen sind Lehrprodukte, okay.
Das heißt, okay, wenn ich Michael richtig verstehe, meint er, wir können nur Lehrprodukte im Sinne von Anforderungssituationen stellen und was die Schüler daraus machen, ist dann vielleicht ihr Lernprodukt, also etwas anderes oder nicht von uns steuerbares vielleicht. Es steht eine Vielfalt. Also muss ja geradezu. Ist ja zwar zwingend notwendig, dass da eine Vielfalt entsteht, wenn man von Heterogenität spricht. Aber in dieser Vielfalt drücken sich halt gewisse hermeneutische Fähigkeiten aus, die mitbringen. So würde ich das denken. Michael Bessel schreibt gut, also ja. Okay, möchte noch jemand sich zu Wort melden? Nö, sagt Jörg Jura. Okay, dann machen wir weiter. Wir werden wieder eine Pause einplanen. Ja. Okay, Andreas, du wolltest noch... Ich halte mal wieder an. Okay. Let's go, ja. Ich sehe schon, die Kollegen verstehen sich untereinander. Ich habe den Eindruck, wir sind da viel dichter beisammen, als wir das manchmal so meinen. Okay. Nächster Punkt. Schritt 2, Kriterien für die Unterrichtspraxis. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass die Referendarinnen und Referendare, die da waren, die wollten eigentlich diese Kriterien für Unterricht sehen, sie wahrnehmen können, beschreiben können und möglichst genau, um zu sagen können, okay, war jetzt eine gute Stunde oder ziemlich dicht an einer guten Stunde dran, also für mich gut und vielleicht auch für alle anderen gut, ist ja so die Frage, ist das jetzt nur für mich gut, für den Lehrer oder eben auch für die Schülerinnen und Schüler? Und wir haben in Drübeck, ich halte jetzt mal das Buch her, auf Hilbert Meyer aufgesetzt. Der beschreibt ja 10 Kriterien für guten Unterricht. Kann man wirklich gut sehen, beschreiben eher nicht, weil die so in, für meines Erachtens in so schulorganisatorischer Hinsicht geschaffen, generiert werden. Und deswegen setzen wir hier an und haben das etwas variiert. Und habe ich so eine Mauszeiger? Irgendwo? Nee, dann muss ich das ohne Auszeiger kannst machen. Doch auf diesen Zeiger, du kannst auch auf diesen du kannst auch auf deinen Zeiger hier oben klicken, ja, und dann verändert sich die Position. Könnt ihr einen Zeiger sehen? Seht ihr jetzt einen Zeiger? Ja, klick wieder woanders hin. Hier musst du draufklicken, schau mal, hier oben. Ja? Zeichnen. Nebenzeichnen ist ein Zeiger. Und wenn du da draufklickst, kannst du die Position nicht verändern. Okay. Immer wenn du neu klickst, nimmt er eine neue Position ein. Also, hier sehen wir im Grunde sehen wir so ein Dreieck, das hat Matthias Hahn entworfen und das ist bei uns so die Grundlage geworden für unsere Arbeit in der Kompetenzorientierung. Bitte hier diese drei Wissen und Können, über die haben wir schon gesprochen und auch über das Wollen, das ist eine Frage von Motivation ist. Und in diesem Dreieck steht quasi Unterricht. Das ist so unser Modell. Und dafür gibt es hier außenrum eine Reihe von Kriterien, von denen wir glauben, dass sie zuständig sind, um so eine Qualität wie Kompetenzorientierung oder guten Unterricht zu beschreiben. Die bestehen zum einen aus Kriterien guten Unterrichts der Allgemeinpädagogik, wie Hilbert Meyer das beschreibt, zum Beispiel individuelle Förderung, kognitive Aktivierung, Lernausgangslagen diagnostizieren. Und es gibt einige andere von den Kompetenzmodellen her, die religionsdidaktisch relevant sind, wie zum Beispiel die Anforderungssituation oder die Outcome-Orientierung oder die Metakognition. Obwohl bei Metakognition könnte ich sagen, naja, das gehört eigentlich auch schon wieder in den Bereich der Allgemeinpädagogik.
Also, wir wollten beschreiben, möglichst klar, wann ist so eine Stunde gut und woran kann ich das festmachen, sodass, wenn ich jetzt meine eigenen individuellen Merkmale beschrieben habe, die abgleichen kann mit dem, was andere für gut halten und gut finden. Ich würde die jetzt nicht im Einzelnen alle erklären. Das kann man gut hier drin nachlesen oder auf dem Blog, den ich da geschrieben habe, auch nochmal im Einzelnen sich erklären lassen. Da ist eine Prezi, läuft dort. Da sind die einzelnen Kriterien mit einer Audiodatei gekoppelt. Da kann man sich das anhören. Und die sehr davon hält und wie man dazu steht. Mal zu diesen Kriterien. Outcoming ist es nicht. Es war heißt Outcome. Sehe ich gerade. Gibt es Fragen dazu? Jörg fragt, gibt es da eine Rangfolge der Kriterien oder unterschiedliche Gewichtungen? Also, oder sind alle also ehrlich gesagt, ich würde sagen, eine Wichtung kann man nicht vornehmen. Deswegen sind die eher ja wie so eine Art, wie soll ich sagen, wie eine Blume angeordnet, wie in einem Kreis. Es gibt keine Hierarchie und es gibt eigentlich auch nicht sowas wie eine Struktur, wo man die ansetzen könnte. Man sagt, da beginnt jetzt der Kreis oder so, da ist der Startpunkt. Ich glaube, dass hier oben Bildungsgerechtigkeit eine Grundvoraussetzung ist und ich glaube hier drüben diesen Bildungsauftrag der Schule, dass Religion als Orientierungswissen daherkommen soll. Ich glaube, das sind so Rahmenbedingungen, die stehen etwas außerhalb. Aber sonst ist es egal. Ich meine, wenn man jetzt mal vom Stundenaufbau her denkt, dann würde ich sagen, okay, man braucht sowas wie Lernausgangslagen, die muss man irgendwie erstmal wahrnehmen. Was weißen Schüler oder was bringen Schülerinnen und Schüler damit aus anderen Schuljahren, aus den Elternhäusern, aus dem, was sie persönlich wissen wir in der Regel. Das wissen wir in der Regel gar nicht, das muss man erfragen, ganz klar. Theoretisch zumindest. In der Praxis geht das natürlich alles viel schneller. Erst dann kann man eigentlich Anforderungssituationen generieren, auf die die Schüler reagieren können. Das ist ja so ein Klassiker, also sage ich jetzt mal, ist man nicht genau, ich versuche mal so ein Beispiel zu generieren, dass ich eine heterogene Lerngruppe habe bei uns in Sachsen-Anhalt. Der größte Teil der meiner Schüler und Schüler sind nicht Mitglied der Kirche, weil das so eine ländliche Struktur ist. Wissen einige ganz, also ziemlich gut, was wie Kirche läuft und wie ihre Kinderkirche lief und weil sie einmal im Jahr zum Gottesdienst gehen zu Weihnachten. Also sie bringen alle irgendwie auch was mit. Und das muss man sehen und dann kann man dazu was entwickeln. Und dann wäre die nächste Stufe, dass man guckt, mit welcher Aufgabe kann ich eigentlich gut diese Anforderungssituation bearbeiten. Tja, und wenn die dann ganz unterschiedlich sind, dann gucke ich nach individueller Förderung hier drüben hin. Also hier drüben und kann sagen, okay, die Gruppe dort, ihr versucht euch mal über den Weg zu nähern oder dieser Gruppe mache ich das Angebot, guck mal, ob das für euch ein Weg ist. Und so läuft es ja durch. Und dann kommt man hier zur Outcome-Orientierung und das ist eigentlich das, worum es, sag ich mal so, wo es dann messbar wird, was hat ein Mensch eigentlich gelernt? Ich habe von Meyer in diesem Video, was da auch auf dem Mixer steht, nochmal was, finde ich, einen spannenden Punkt gesehen, der sagt, man kann eigentlich das Lernen selber nicht sehen. Du siehst Aktivitäten, was Leute machen, aber wie die Prozesse dann laufen, das weißt du nicht. Was man aber ganz gut sehen kann, ist so ein Vorher-Hinterher-Abgleich. Also, mit was startet man am Anfang? Lernausgangslage? Und was ist an Wissen oder Können, an Fähigkeiten, auch an Reflexionen hinten dazugekommen? Und das beschreibt Orientierung, Outcome-Orientierung. Nicht so sehr, dass man Wissen angehäuft hat und kann das wiedergeben. Das ist eher nicht gemeint, sondern man kann es vernetzt darstellen, beurteilen, einordnen, reflektieren, mit anderen besprechen, kommunizieren. Ich würde jetzt eine Pause machen, eine kurze. Was die Kollegen schreiben oder sagen.
Ja. Naja, Oder war sie? was Elisabeth schritt. Okay, ich höre zu. Nee, schau einfach mal. Du warst gerade dabei zu sehen, ja. Ich brauchte das ja nicht vorlesen, wenn du selbst liest. Ne? Das ist aber eher sporadisch. Wenn du mir hilfst, das zu lesen, dann finde ich es besser. Religion als Okay. Orientierungswissen. Ja. Da Also kannst es du einen erinnert Satz ein bisschen dazu an machen. das Das meint, das meint. TZI-Dreieck, schreibt Elisabeth Hammer. Wo ist die Parallele zur dezentralen Interaktion? Ist das eine Frage? Kann ich nicht beantworten, weil mit T. Ich habe damals noch schon mal das eine oder andere Okay. probiert, aber präsent habe ich das nicht. Lisanne schreibt, Ja, lass Outcome das was klingt mehr sagen. nach Prozess, wenn etwas kommt. Ja. Dass man quasi das, was man hat, nicht Ergebnisse sind, sondern Zwischenstände. Das finde ich sozusagen oft sowas wie eine so ein Prüfung, so ein Test läuft, dann hakt man es ab, sondern es geht weiter. Aber da muss man im Grunde genommen wieder denken, den nächsten Impuls das andere immer mitnimmt. Ja, passt gut dazu. Michael schreibt, lernen nicht sehen können. Kennen wir alle Lehrer ja. Na, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, das habe ich jetzt aber nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das klingt mir nach einem Bekenntnis, oder? Ja, Wissen nicht wiedergeben, sondern man kann es vernetzt darstellen, sagt Jörg Lora. Und mit anderen reflektieren. Mit dem kleinen Seitenverweis auf Open Rally. Das ist genau das, was wir hier versuchen. Ich frage mal so, möchte jemand wieder sich akustisch einklinken? Möchte eine Frage stellen, eine Bemerkung loswerden? Nee, okay. Ja, es ist auch schwer, Naja. Kompetenzen zu überprüfen, stellt Lisanne fest. Genau, das ist so ein Problem und dann sind wir nämlich bei den Standards. Und das handeln Ja. ja die, das hat Hartmut Lehn hat ja auch das Papier dazu geschrieben. Da kann man sich aber nochmal. Bei uns, wir haben im Grunde hier in Sachsen-Anhalt deswegen von eigentlichen Standards für Religion beschreiben sind. Kannst du den letzten Satz nochmal sagen? Du warst jetzt ein paar Sekunden weg. Da ist, glaube ich, etwas verloren gegangen. Genau. Also wir haben bei uns in Sachsen-Anhalt für das Fach evangelische Religion uns dazu entschieden zu formulieren, sondern halt Niveaus. Also ein Niveau, was bei gut ansetzt und einem, was ausreichend ansetzt. Und von dort her zu einen Kompetenzerwerb zu beschreiben und eben nicht genau keine Standards zu formulieren. Ja, jetzt fragt Heinz und Börster hat eine Frage. Soll ich darauf reagieren? Ja. Der schreibt, Heinz Jürgen schreibt, ich frage mich, wie ich Schüler, die einen Reli-Unterricht genossen haben, wie üblich, wie Reli sein sollte und sich nicht öffnen. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, die nach der Motivation. Im Grunde genommen, glaube ich, kann der Schlüssel nur darin liegen, dass man
den Unterricht gemeinsam mit Ihnen entwickelt. Also nicht ich als Lehrer Ihnen etwas vorsetze, was Sie lernen sollen, sondern versuche es mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln. Und zwar stark an dem dran, was Ihre Fragen sind. Deswegen kommt, glaube ich, dieser den Lernausgangslagen eine ziemlich große Funktion zu. Sag ich jetzt mal so. Das Problem ist, ich kenne jetzt von Heinz Jürgen die Schule nicht. Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu sagen, dass es jetzt einfach nur eine Methode wäre. Medium. Häufig ist es ja so, dass man einfach Wege zueinander finden muss, auch zum Lehrer, dass es auf einer persönlichen Ebene läuft, also zwischen dem die Menschen miteinander sprechen. Wie sie aufeinander. Das liegt dann quasi, sage ich jetzt mal so, außerhalb dieses Modells hier, dieses Katalogs. Das wird nicht eingefangen dadurch. Aber wenn Menschen sich nicht öffnen können, dann können sie im Grunde auch nie lernen. Dann kann man zwar Unterricht machen, aber man wird nicht gelernt. Also das ist dann eher so ein Set, wo Hilbert Meyer sprach, dass man sozusagen den Willen zur Arbeit mitbringen muss. Mhm. Man hat aber auch sind Sie wieder bei den einzuhalten. Ja. Das, aber jetzt kann man sagen, das ist ganz tragisch. Man kann auch sagen, dass es auch Schülerinnen und Schüler selber verantwortlich sind für ihre Lernprozesse, dann kann ich als Lehrer nicht alles machen. Ich bin dann sozusagen irgendwelchen Allmachtsfantasien auch enthoben. Ich kann Angebote machen, aber wahrnehmen müssen die anderen schon. Natürlich bin ich verpflichtet, solche Angebote zu machen, die sie annehmen können. Das ist klar. Aber irgendwie kann man sagen, vielleicht ist es auch eine Entlastung. Aber de facto ist es doch längst, war das früher auch so. Also wenn ich habe eine Schule gehabt, da hatte ich das Gefühl, die wollten gar nicht lernen. Und ich konnte machen, was ich wollte. Und ich bin tot unglücklich herausgegangen. Ich kann mich gut an diese Schule erinnern. Und andere, mit denen bin ich, in andere Klassen bin ich mit dem gleichen Set gegangen. Und ich hatte das Gefühl, dass es gelingt. Die lernen was und wir reden miteinander. Und die reden untereinander. Und es kommt alles gut voran. Also unabhängig von Kompetenzen oder Inhalten oder Zielen. Also diesen Willen muss man dann schon mitbringen. Das hat mit dem Modell eher weniger zu tun. Ja, wenn ich darf, könnt ihr mich hören? Kurz nicken? Ja. Andreas? Gut. Kompetenzorientierung in Hessen macht sich fest an so einem Prozessmodell. Das ist also so ähnlich dem, was du gerade uns vorgestellt hast. Und das Ende ist der Anfang. Ja, das war zu dem Stichwort Zwischenergebnisse. Das heißt also, man fängt irgendwann mal an, fragt aber gleich nach, ja, was ist denn euer Vorwissen oder was ist dein Vorwissen? Also ist es auch sehr stark individualisiert. Und dann findet man ein Thema, idealerweise geht das von dem Lernenden oder der Lernenden aus und dann wird daran gearbeitet und irgendwann entsteht ein Produkt. Ja. Und der Weg zu diesem Produkt ist eben dann begleitet von formativen oder summativen und summativen Assessment oder Feedback. Formativ heißt also, da gibt es ein Feedback, das ohne Bewertung ist. Ja, da gibt es also keine Noten und summativ schließt dann aber auch eine Note mit ein. Und das bezieht sich jetzt darauf, wie diese Kompetenz bewertet werden sollen. Ja, also ich denke, man kann nicht nur formativ, also mit einem unbewerteten Feedback den ganzen Lernprozess begleiten, ja, sondern es muss auch irgendwann was Summatives geben. Das Problem, was ich bei diesem Modell sehe, jawohl, also das Ende ist dann wieder die erste Stufe vom Anfang. Ja, dann wird also dieses Produkt irgendwie wieder in Frage gestellt, ergänzt, erweitert, vertieft, wie auch immer. Das Problem, was ich bei diesem Modell sehe, ist, dass das eine unglaublich komplizierte, komplexe Sache ist. Und wenn das in allen Fächern so laufen würde, ja, würden uns Schülerinnen und Schüler, glaube ich, auch da aufmerksamkeitsmäßig von der Schippe springen. Ja. Und es ist auch für die Lehrkraft nicht leicht, ja dann so viele verschiedene Lerntypen
und Lehrinteressen und Lerninteressen im Blick zu behalten. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das werden wir sicherlich auch noch von unseren anderen Referenten hören. Das Selbstverständnis der Lehrkraft. Ja, vielleicht kannst du uns auch in diese Richtung noch was sagen. Da ergeben diese Punkte, die gerade auf der Aufgabe sind, ja auch Sinn in dieser Hinsicht. Jetzt bin ich fertig. Langer Kommentar. Ups, jetzt muss ich mal gucken. Also ich glaube auch, dass man beide Formen von Bewertung braucht. Ich glaube, dass wenn Religionslehrerinnen und Religionslehrer oder auch kirchliche Mitarbeiter in der Schule, wenn sie eine gewisse, wie soll ich sagen, ich will das Wort Routine nicht verwenden, weil das klingt zu negativ, aber mit einer gewissen Professionalität oder mit einem gewissen Jahren an Berufserfahrung, ist vielleicht ein gutes Wort, starten, dann tun sie vieles intuitiv zu differenzieren. Komplexere Aufgaben, einfachere Aufgaben, und man gibt den einen eher die Aufgabe und den anderen auch zu hören, was bringen Schülerinnen und Schüler mit und wie gehen sie weiter. Das ist im Religionsunterricht, also ich arbeite eher so, dass Religionslehrer ja Einzelkämpfer sind. Das heißt, die haben in der Regel ihre Klasse über einen längeren Zeitraum und können daher ganz gut auch einschätzen, wer ihre Schüler sind, was sie mitbringen und wie sie unterwegs sind im Leben, auch wie sich ihre Positionen und ihre Beurteilungen bestimmter Dinge in Bezug auf Religion, auf Gesellschaft verändern. Das klingt jetzt, sage ich mal, eher sehr viel neu und macht viel Angst. Aber ich glaube, dass wir an vielen dieser Punkten ganz dicht an dem drin sind, an dem wir vorher schon dran waren. Nur, dass wir es mit diesen Modellen, also wie Meyer es beschreibt oder wie wir es versuchen zu beschreiben, eine gewisse Klarheit, was vorher so eher intuitiv gelaufen ist. Deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da, weil da müssen wir einige Fragen schon aufgelaufen. Da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen. Christian Günther hat die Bemerkung gemacht, Kompetenz ist nicht zu verwechseln mit dem Lernprodukt, das rauskommt. Andreas, schweigst du oder bist du noch da? Oder bestimmte biblische Geschichten, sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, okay, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, wo ist jetzt nochmal ein Wort dafür, Anforderungssituation. Dann verweise ich inzwischen darauf, dass Andreas Zimmer einen sehr ausgiebigen Blog geschrieben hat. Wo andocken, eine Antwort geben. Auch vieles zum Reflektieren dabei ist, auch Videos von Unterrichtssituationen und so weiter. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, wo ist jetzt nochmal ein Wort dafür, Anforderungssituation. Okay, Andreas, du bist ganz zerhackt, ja. Wir haben dich jetzt sicher eine Minute nicht gehört. Okay. Jetzt wird ganz viel diskutiert. Deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich habe gerade darauf verwiesen. Ist dieser gute Unterricht vorher schon da, weil der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da. Da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Oder bestimmte biblische Geschichten. Sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht. Wo ist jetzt nochmal ein Wort dafür? Anforderungssituation. Okay. Jetzt wird ganz viel diskutiert. Jetzt steht deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war. Der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da. Da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen.
oder bestimmte biblische Geschichten, sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, bloß jetzt haben wir ein Wort dafür, Anforderungssituation. Okay, jetzt wird ganz viel diskutiert. Jetzt steht deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Oder bestimmte biblische Geschichten. Sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, bloß jetzt haben wir ein Wort dafür, Anforderungssituation. Okay, jetzt wird ganz viel diskutiert. Jetzt steht da, deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler, ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss, deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler, ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Oder bestimmte biblische Geschichten. Sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, bloß jetzt haben wir ein Wort dafür, Anforderungssituation. Okay, jetzt wird ganz viel diskutiert. Jetzt steht da, deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Oder bestimmte biblische Geschichten. Sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, bloß jetzt haben wir ein Wort dafür, Anforderungssituation. Okay, jetzt wird ganz viel diskutiert. Jetzt steht da, deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler, ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen, in den Schulen, die das machen, oder bestimmte biblische Geschichten, sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, bloß jetzt haben wir ein Wort dafür, Anforderungssituation. Okay. Jetzt wird ganz viel diskutiert. Jetzt steht da, deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Oder bestimmte biblische Geschichten. Deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Oder bestimmte biblische Geschichten. Sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, bloß jetzt haben wir ein Wort dafür, Anforderungssituation. Okay. Jetzt wird ganz viel diskutiert. Vielleicht möchte sich wieder jemand zu Wort melden, bis das soweit ist. Es gab noch die Frage, sind die Stunden der Schülerinnen und Schüler, ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Oder bestimmte biblische Geschichten. Sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, bloß jetzt haben wir ein Wort dafür, Anforderungssituation. Okay,
jetzt wird ganz viel diskutiert. Jetzt steht da, deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man. Deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Oder bestimmte biblische Geschichten. Sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, bloß jetzt haben wir eine Anforderungssituation. Gut, ringfrei für die Frage, wie erschließt man als Lehrerin oder als Lehrer die Welt der Religionen, der okay. Religion für die Schüler? Wie bringen wir die Welt da draußen in den Unterricht hinein? Jetzt steht da. Möchte jemand dazu etwas fragen? Deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Oder bestimmte biblische Geschichten. Sondern zu gucken, an welchen Situationen des Lebens oder vom Fußballer, der sich bekreuzt, kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Und dann denke ich, das haben wir vorher auch schon so gemacht, bloß jetzt haben wir ein Wort dafür, Anforderungssituation. Ja, Hartmut Lehnhardt hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Okay. Bitte. Jetzt wird ganz viel diskutiert. Jetzt steht da. Deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Ja, jetzt, ja. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Okay. Oder bestimmte biblische Geschichten. Die Frage, sondern die Sie gestellt gucken, haben, Thema ist natürlich Lebens, eine, die Schule überhaupt kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, ein Deutungsbezug gleichstellt, um zum Leben zu helfen. Denn die Schule ist immer ein gestellter Raum. Und die Inhalte sind immer gestellt. Das ist nie original sozusagen. Das heißt, wir müssen in Erdkunde, in Geschichte oder wo auch immer, auch in sprachlichen Fächern, selbst in Naturwissenschaften, okay. immer ganz eine gestellte Wirklichkeit im Unterricht jetzt steht präsentieren. Deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Filme, durch, oder bestimmte Bilder, biblische Geschichten. Durch, sondern durch was auch immer, zu gucken, an welchen Situationen des Lebens in den Klassenraum hinein kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben, einen Deutungshorizont entfalten, um zum Leben zu helfen. Dutzende von Jahrzehnten. Das haben wir vorher auch schon so gemacht, wo es jetzt aber ein Wort dafür Dutzende von Jahren, muss man sagen, als originale Begegnung bezeichnet hat. Das heißt, aus der Schule herausgehen, aus dem Unterricht herausgehen okay. und sich ganz viel diskutiert. Der Begegnung mit Leuten jetzt das steht heißt da, zum Beispiel durchaus mit. Deswegen auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz so viele Lehrerinnen und Lehrer sehen. In die Schulen, die das machen, oder bestimmte biblische Geschichten, für sondern der, zu gucken, an welchen Situationen des Lebens in den Unterricht hineinholt. Kann eigentlich eine Geschichte dasselbe Problem haben wir in der Erdkunde ganz geben, genauso. Ja? Wie wollen Sie über die Welt um der Eskimos authentisch berichten, wenn Sie es nicht medial repräsentieren? Ein Wort dafür. Da haben Sie noch nicht mal die Möglichkeit, dahin zu fahren. Ja? Also Sie sind immer in der Schule darauf angewiesen, okay. dass es wird ganz die viel Wirklichkeit in einer bestimmten Weise repräsentiert wird. Jetzt steht da, also insofern haben Sie natürlich das ist auch die Frage der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass dieser gute Unterricht vorher schon da war, der muss nicht erfunden werden. Den gibt es schon da, da kann man ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sehen in den Schulen, die das machen. Da oder bestimmte biblische Geschichten. Selber, ja? Sondern Schüler an welchen Situationen des Lebens im Religionsunterricht kann eigentlich eine biblische Geschichte andocken, eine Antwort geben. Und die können Sie direkt fragen, warum Sie um zum Leben zu helfen. Welche Praxis haben und so weiter. Dann denke ich, also das sind jedenfalls auch schon so gemacht, jetzt Dinge, mein Wort die dafür. Mir sofort einfallen, wenn man diese Frage mal überlegt. Ist das so angekommen? Okay. Jetzt wird ganz viel diskutiert. Jetzt steht da Jana Passler möchte wissen, wie Sie noch differenzieren können. Oh ja, das ist aber. Ich glaube, dann verlassen wir hier unser Format mit dem Sprechen. Das geht schon fast nach individueller Beratung. Ja, zum Glück habe ich alles ins Blog geschrieben. Und
auch diese Lernprozesse hier sind ja individuell. Ja. Ja, genau. Jörg hat das gerade gepostet. Ja, gut. Gut. Wollen wir weitermachen? Ist ja nur noch eine kleine Runde. Und dann hätte ich noch eine... Naja, Okay, jetzt kommt dritter Schritt. Und da, der ist relativ kurz, ja, weil der geht im Grunde genommen jetzt auf Unterricht. Sehr. Hallo? Solche empirischen Unterrichtsforschungen. Okay. Also wenn Sie einen funktionalen die wir uns im Zusammenhang mit unserer Arbeit auseinandergesetzt haben, und die gehen heute davon aus, dass Lehren und Lehrer das mal versucht, ziemlich gut sind in der Beschreibung mit einer von Unterricht. Also wenn Sie Unterricht sehen, andere nicht ihren eigenen, dann können Sie ziemlich genau gut beschreiben, Problem. Sagen, wie was an diesem die, Unterricht gut ist, euphorische funktioniert, was man eventuell religiöse Züge hat, optimieren muss, so im Unterricht klare präsentieren. Dass glaub, die Schüler das merken, hier geht es um mehr in der ersten als nur um Begeisterung, sondern hier geht es tatsächlich um das Referendariat, aber auch in den ersten Berufsjahren, okay. Dass man, ich glaube, ziemlich gut unterwegs ist. Da was dann aber das Problem ist, immer, was dann fehlt, besorgt, sind die, genau diese Möglichkeit die Anschauung von Unterricht. Ja? Geht also Leute einmal zu sich in den Unterricht holen oder bei den Kollegen und Kollegen mitgehen. Wenn man allein zu uns im Osten und Religionsunterricht ist, ist das ziemlich schwierig. Haben, da ist zum Beispiel, deswegen kann man sich so ein bisschen einüben mit solchen Seiten, die Fans von in denen Unterricht dargestellt wird. Also hier habe ich mal ein Beispiel. So spontan ja, im Gesetz guter Unterricht.de, da sind Beispiele drin aus unterschiedlichen Fächern, Fragen auf dem Tisch, aber eben auch aus wertorientierenden Fächern wie Religion und Ethik. Für die vierte Klasse war es, glaube ich, was zu Josef und seinen Brüdern findet sich nur im Übrigen gibt es zum Beispiel in Osnabrück zum Suizid im Diözesanmuseum gerade eine Ausstellung Einheit. Über Religion und Fußball. Mein das heißt, Vorschlag im Blog wäre gewesen, ist für euch, wenn ihr Lust habt, drauf, Spektrum von Religion und Fußball daraus, sofort in einer Ausstellung. Nehmt euch zwei Kriterien, die ihr überlegt, an denen ihr festmacht, dass guter Unterricht ist, und schaut das mal an. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge entdecken. Auch hier interessant dabei ist, dass man vor allen Dingen vielleicht mit einer Haltung in diese Beobachtung geht, die nicht so näher beschreibt, was alles nicht geht, sondern die versucht zu beschreiben, was alles gut funktioniert. Und das sind Abwechslungen zu Praxis. So versuchen wir hier in Grünberg, Fortbildung zu organisieren, anzubieten, mit den Kolleginnen und Kollegen zu üben. Aber mit dem Ziel, dass man kann man das natürlich schon auch hautnah erleben, aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist die Repräsentation für den eigenen Unterricht von Wirklichkeit jetzt kommt hier der in einer gestellten Weise. Anders so heißt dieses Material, der Schule nicht was wir da entwickelt haben. Ja? Also die gesamte Schule ist eine künstliche Organisation. Auf dem Blog auch zu lesen, da gibt es noch eine andere klar Seite. Wir können nicht so vier Unterrichtsstunden zusammen mit einer Gruppe von Studenten videografiert haben, so nennt man das fachtechnisch. Dass wir immer in einer gestellten Wirklichkeit in der Schule Kriterien und Kompetenzorientierung darunter gelegt haben. Die laufen quasi in so einem Band, laufen die mit. Und wir behaupten nicht, dass an der Stelle die und die Kriterien tatsächlich wahrzunehmen sind, sondern wir verstehen das als ein Angebot zur Fokussierung, zum intensiveren Nachsehen. Okay. Und jetzt wäre sozusagen... Ja. Jetzt kommt meine... Ja, natürlich. Die Frage ist... Meine letzte These. Nur, also das ist die Frage, die ich jetzt sozusagen Film an euch habe als Klinik. Wie gucke ich in mir im Unterricht an? Wie erschließt man als Lehrerin oder Lehrer die Welt der Religion? Der Religion? Das ist für mich im Augenblick die Kernfrage. Die geht in die Richtung der Anforderungssituation. Aber die Anforderungssituationen sind ja schon wie... Ja? Michael, also Schüler, Michael Walter von das, gesagt was Schüler hat, eigentlich lernen müssen in der Begegnung mit Wertprodukte, ist, auf dem Weg zum Produkt, das dass man heißt, selber ja wie die Welt der Religion, also ich meine damit die verfassten Religion oder der Konfession, beschreiben wahrnehmen, beziehungsweise Fragen die Welt der Religion, ich, wie sie in einem funktionalen Religionsverständnis sich zeigt. Diese Wirklichkeit und das ist für mich Phänomene im Augenblick Fragen, der Schlüssel, dann hat man eigentlich um Religion zu entdecken. In der Welt zwischen Schüler, in Alltagssituationen, in medialen Produkten, in Songs, in Videos, in Computerspielen, wo auch immer. Und von dort aus eine Brücke zu schlagen zu dem, was verfasste Religion als Religion oder als Spiegel, als Projektionsfläche anbietet. Und ja. Das wäre für mich jetzt die Frage. Also wie macht man das? Wie macht ihr das? Wie findet ihr Religion? In der Welt da draußen.
außerhalb des Klassenzimmers und bringt sie dann mit rein. Dazu würde ich jetzt ganz gerne fragen, wer da eine Idee hat oder hören, wie ihr das macht. Ja, ich frage mal. Möchte jemand etwas fragen? Ja, da geht es um Erlebnispädagogik und ja, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Auch es werden so viele Themen angesprochen. Ja, die Frage auch nach der Theologie. Ja. Welche Stunden? Aber Lisanne hat sich zu Wort gemeldet. Nein, das sind, ach so. Hallo, Lisanne? Nein, das sind, ach so, das muss ich sagen. Wir haben dann, weil das so schwer ist, Lehrerinnen und Lehrer zu finden, mit einem Kamerateam in die Klasse lassen, haben wir mit diesen Referendaren folgenden Deal gemacht. Wir entwickeln mit euch gemeinsam Stunden. Und da steht natürlich in eurer Verantwortung, aber wir entwickeln das gemeinsam im Team und dürfen die dafür filmen. Es sind also authentische Stunden, die sind nicht gestellt. Das Einzige, was gestellt war, dass wir, um für die Kameras und den Toningenieurplatz zu haben, mussten wir die Tische etwas verrücken und auseinanderziehen. Das kann man an den Bildern sehen, aber ansonsten ist der Unterricht authentisch. Der ist dann natürlich auch so authentisch, wie Unterricht auch nur sein kann. Das sind keine Glanzstücke, das ist ganz normaler Unterricht. Ganz normaler Unterricht. Aber wir glauben, dass man an ganz normalen, einfachen Unterricht besser lernen kann, als an Stunden, die alles andere überragen. Ja, hinter Ihrer Frage steckt natürlich auch ein bestimmtes Konzept, das also im Augenblick ja doch auch heftig diskutiert wird, nämlich der performative Unterricht. Also dahinter steckt die Überlegung, ob wir bei den Jugendlichen, die keinerlei kirchliche und religiöse Erfahrungen mehr mitbringen, ob da nicht der Religionsunterricht so etwas wie ein Raum probehalber Erschließung von religiöser Erfahrung sein könnte. Ich muss sagen, ich bin da sehr skeptisch. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir uns hier in einem Raum, einem öffentlichen Raum einer Schule befinden. Ansonsten hätte ich ein kleines Beispiel, das ich vor ein paar Tagen hatte. Jedenfalls könnte ich eine Person melden, bei der Grundschule könnte das vielleicht ein bisschen anders sein. Aber in den weiterführenden Schulen, denke ich, ist nicht das Paradigma da, dass ich hier sozusagen religiöse Erfahrungen nachholen kann oder damit experimentieren kann. Das halte ich für eine Überforderung der Schule und ich vermute, wenn das sich weiter durchsetzt, dann wird die Situation des Religionsunterrichts in einer stark auf kognitive Durchdringung ausgerichteten Schule praktisch unmöglich. Also ich glaube, der Religionsunterricht wird sich da total ins Abseits bewegen, wenn er die religiöse Erfahrung zum Nonplusultra der Unterrichtsgestaltung erhebt. Also das, ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig wird, zu begründen, warum eigentlich so etwas nicht in der Kirche, im Konfirmandenunterricht, sondern im Religionsunterricht stattfinden soll. Also natürlich ist es so, dass originale Begegnung mit Religion im Religionsunterricht eine Notwendigkeit ist. Das ist völlig klar. Aber ich denke, ich kann nicht als Ziel des Religionsunterrichts formulieren, die Schüler sollen religiöse Erfahrungen machen. Also das halte ich für den Raum des öffentlichen Religionsunterrichts nicht für möglich.
Da würde ich eins noch, ich muss ich das anschauen. Ja, das habe ich gehört, das verstehe ich auch. Ich stimme Ihnen da ganz, ich gehe da ganz mit, ich kann nicht gut zustimmen. Völlig ohne Probleme. Ich meine, vielleicht ist die Frage auch noch nicht sauber genug formuliert, habe ich gerade überlegt. Und zwar habe ich ja geschrieben um die Welt der Religion. Ich glaube, das geht ganz gut, das ist einfach. Da braucht man eigentlich die Begegnung, dass die außerhalb stattfindet, beziehungsweise die man medial reinholt. Die verfassten Religionen. Ich denke, das ist so. Aber wenn es mir um einen funktionalen Religionsbegriff geht, als eine bestimmte Perspektive auf die Welt. Also ein bestimmter Blick, mit dem man sein Leben deutet und gestaltet werden kann. Das erscheint mir doch so, dass das eine bestimmte Hermeneutik erfordert, ein bestimmter Blick auf die Welt, der so ohne weiteres von den verfassten Religionen nicht automatisch geliefert wird. Und auf diesen unteren Punkt, das will ich noch mal zeigen, da zieht es. So. Jetzt ein bisschen stärker nochmal. Okay. Ist noch Zeit oder kann ich sagen? Ist noch Zeit oder kann ich sagen? Eine Minute und dann schließen wir. Ja, bitte. Okay. Ja. Wir haben schon letztes. Ich kann Sie hören, Alina. Ein Hinweis noch. Also ich bin keineswegs dagegen, dass im Bereich von Schule auch Schüler Religion praktizieren können müssen. Also dazu gehören als Schulgottesdienste, da gehören die Aufarbeitung von tragischen Unfällen, die natürlich eine religiöse Dimension haben und so weiter. Das ist völlig klar. Es geht mir nur jetzt um den Ansatz von Lehren und Lernen im Religionsunterricht. Und da meine ich, kann die religiöse Erfahrung nicht der Ausgangspunkt sein, natürlich, und auch nicht der Zielpunkt. Dass natürlich auch im Religionsunterricht eine Offenheit da sein muss, dass Schüler merken, hier bin ich gemeint. Hier geht es mein Leben an. Hier kann ich was über mein Leben erfahren, was ich sonst nirgendwo erfahre. Das ist völlig unbestritten. Also ich würde keineswegs den Unterricht so eng fassen, dass ich solche Freiräume für Schüler, existenzielle Freiräume, nicht zulassen würde. Also das auf keinen Fall. Aber sie können nicht der Ausgangspunkt und der Endpunkt und der Zielpunkt meines Lehrkonzeptes und des Lernkonzeptes sein. Okay, hier mache ich jetzt einen Schnitt und bedanke mich ganz herzlich. Ich stelle mir das ja so vor, dass diese lebhafte Diskussion und einige Punkte, wie zum Beispiel Theologie in der Schule, ist jetzt ein bisschen untergegangen, dass diese Diskussion also dann in den Kommentaren und Foren und so weiter lebhaft weitergehen wird. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn Herr Lehnhardt da einiges beitragen kann. Also ich finde es gerade lebendig und wahrscheinlich ist das auch ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen, wenn es gerade so richtig schön ist. Das garantiert ja dann eine Fortsetzung. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren, ganz besonders auch bei dir, lieber Andreas, dass du dir so viel Mühe und auch medial und materialmäßig einiges getan hast. Ja. Verweise alle nochmal auf den Blog auf openrally.de und wünsche allen, die hier jetzt dabei waren oder die auch nachschauen, alles, alles Gute und einen schönen Abend. Vielen Dank. Jörg, das Jingle bitte. Ich kann da gut mitgehen. Allerdings frage ich mich, wenn wir jetzt wirklich